Vom 13. bis zum 16. September wird das internationale Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier in Donaueschingen in diesem Jahr schon zum 56. Mal ausgetragen. Mit dem großen Höhepunkt Gespannfahren, Gelände, das ist ja ein Erlebniswert schlechthin, wenn die eben durchs Wasser galoppieren oder eben auch sonst riskante Wege im Gelände da absolvieren. Parallel auf dem Springplatz und dem Dressurplatz die großen internationalen Qualifikationswettbewerbe für die großen Preise erleben können. Das Weltcup-Turnier bietet zwar keine auffallenden Hüte, dafür aber Spaß für Groß und Klein. Egal ob Polo, Dressur, Springen oder Gespannfahren, auf allen Plätzen wird höchstes Niveau geboten. Es gibt Weltcup-Qualifikationen für die Fahrer. Es gibt das deutsche Fahrderby, was hier ausgetragen wird. Es gibt das erste Mal die Postkutschen, historische Postkutschen. Wir werden hier einzigartige Bilder zeigen können, nicht nur im Gelände am Samstag, sondern verteilt über alle Tage. Und ich denke, der Fahrsport ist ein Kernelement dieser Veranstaltung. Lokalmatadoren und Olympiasieger, Sie alle kommen gerne nach Donaueschingen. Zum einen natürlich wegen den Weltcup-Punkten, zum anderen aber wegen dem familiären Flair, das sowohl auf den Zuschauertribünen als auch in den Ställen zu spüren ist. Als Höhepunkt wird Samstagabend unter Flutlicht ein ganz besonderer Wettkampf stattfinden. Eine Person will zu Fuß einen Parcours absolvieren und damit schneller sein als ein internationaler Springreiter, und zwar hier der Titelverteidiger im Großen Preis, Johannes Ehning. Und das, obwohl ein Pferd im Galopp mit nur einem Schritt ganze 4 Meter zurücklegt. Man darf gespannt sein.